Hallo Leute, Valkera-Fans hier in der Valkera-Fans-Cave. Heute ein schnelles Unboxing des F210 3D. Schauen wir mal, wie der aussieht. Zack, eine Anleitung. F210 3D Edition. Quick Start Guide, 29. März. Sehr, sehr fast frisch. Neu. Fast neu. Dann der Copter selbst natürlich. Weil das interessiert euch ja am meisten. Ha, neue Farbe. Die Antennen sind die gleichen. Geil. Alles blau. Das Lustige ist hier, gehst du mal dahin vielleicht. Das Lustige ist hier der neue Mechanismus, um die Kamera zu arretieren. Und zwar hat die jetzt ein paar verschiedene Positionen. Und das ist alles hier richtig fest. Ja, und dann kann ich mir einfach einen richtigen Winkel merken und muss hier nicht immer dauernd schrauben, sondern das ist, sind jetzt hier so Plastikteile, die einrasten. Wie so eine Feder agieren und einrasten, genau. Ja, und da kann ich die gerade stellen, ein bisschen höher und so hoch. Und da kann ich mich an einen Winkel gewöhnen und sagen, okay, das ist mein Winkel. Und mein Winkel lautet eine Ratsche nach unten zum Beispiel. Und ja, dann kann ich immer so fliegen, wie ich mich gewöhnt habe und nicht dauernd darum schrauben. Zeig mal die Props. Das Besondere sind die Propeller. Wie ihr seht, sind sie flach. Im Gegensatz zu normalen Propellern. Symmetrisch. Die so ein bisschen, sind sie jetzt. Ja, die sind flach, genau. Und die anderen haben so eine Flügelform, wie ein Flügel. Und das hier sind symmetrische Propeller. Das heißt, egal ob ich so fliege, sind sie gleich. Also die geben genauso viel Schub in die Richtung wie in die Richtung. Zumindest mal der Theorie nach zu urteilen. Und das ist natürlich dafür da, damit ich 3D fliegen kann, damit ich auch hier so schweben oder fliegen kann. Das ist das besondere Feature dieses Modells. Hierzu kann ich an der Devo 7, die mitgeliefert wird. Und zwar erkläre ich euch mal jetzt, wie das alles funktioniert. Mal ganz kurz, da ist der Copter. Wenn ich den starte, so ganz normal, alle Schalter dahin und so entsperre, dann fliege ich ganz normal, wie ein ganz normaler F210. Wenn ich diesen Schalter hier in die oder die Position stelle, dann muss ich die Motoren ungefähr hier entsperren bei 50% und dann laufen die auch die ganze Zeit und dann ist hier nach oben und hier drehen die Propeller in die andere Richtung und drücken den einfach nach unten. Und wenn ich jetzt es schaffe, den umzudrehen in der Luft, dann kann ich den so schweben mit dem Gas nach da. Das heißt, bei 0 stehen die Propeller mehr oder weniger oder drehen um. Da ist nach oben und da ist Schub nach unten. Und mit diesem Schub nach unten kann ich lustige Sachen machen. Ist aber schwer zu fliegen, muss man üben oder die 3D-Heli-Piloten werden das natürlich lieben, weil die natürlich das exakt genauso fliegen können wie ihr 3D-Heli. In diesem Modus gilt natürlich wieder dieser Modus-Schalter und das ist hier Stabilize, Horizon und Acro. Ja, auch diese drei Modi. Clean Flight interpretiert jetzt diesen Schalter. Der ist nämlich so gemischt, dass der zwei Kanäle schaltet und der interpretiert das so, dass er in zwei Kanäle gleichzeitig gehen. Dann ist das 3D-Modus. Was kann man denn noch hier sehen an diesem Copter, was neu ist? Ich erkenne nicht so besonders viel, um ehrlich zu sein. Diese komischen Löcher, von denen wir die Befürchtung hatten, dass sie jetzt hier Löcher reinbohren, sind natürlich nicht da. Das ist alles super, alles genauso robust wie früher. Ja, und wir haben eben auch ganz kurz den an den Rechner gehangen und geguckt, ob der Empfänger Failsafe-Verhalten aufweist. Ja, macht er. Und zwar schaltet er einen Gaskanal nach exakt 4 Sekunden auf 900 oder, und, oder 850, 880 oder so. 880 Nanosekunden, ne, ist das? Millisekunden. Egal, also ist auf jeden Fall auf einen Wert, der außerhalb des Bereichs liegt von einem normalen Wert und dann kann der normale Clean Flight Failsafe Modus einsetzen und das übernehmen und dann kann man sagen, was passiert danach. Ob ich Stage 2 brauche, dass der dann noch langsamer landet. Auf jeden Fall 4 Sekunden hat er diese Latenz und das kann man gut finden, kann man schlecht finden, darüber diskutieren wir gleich. Kann man so und so interpretieren. Aber auf jeden Fall weist da ein Mikro Failsafe. War es, nicht Nano. Ach, egal. Auf jeden Fall weist er ein Failsafe-Verhalten auf. Die paar Größenordnungen. Reagiert aber nicht auf das, was ich einstelle in der Devo. Ja. Das sollte man wissen. Jo. Das es zum Failsafe. Besser als bisher.
Ja, aber wie gesagt, können wir später diskutieren. Wir können das ja später bewerten. Was sieht man noch, wenn wir sehen die Regler anders aus? Ich fürchte nicht. Nein, die sehen man sieht es ihnen nicht an. Die sehen überhaupt nicht anders aus. Ja. Wie gesagt. Zeig mal, was noch in der Kiste ist, weil mehr gibt es hier nicht zu sehen. Von außen erkennt man nicht. Gut, der Lader, den kennen wir, das kennen wir, den Akku kennen wir auch. Das ist alles nichts anderes. Aber pass auf, jetzt hast du hier Canopies in Orange und in Schwarz. Das heißt, du kannst, die Blaue ist noch dabei, das heißt drei Stück immer pro Kopter. Du kannst den einfärben und wenn du mit anderen Leuten fliegst, weiß ich nicht, dann kann man sich vielleicht auch von außen besser erkennen. Dann gucken wir hier. Wir haben hier verschiedene Propeller. Wir haben hier noch schwarze Propeller. 3D. Ne? 3D habt ihr gesehen. Ich sag euch nur, dass die drin sind und das glaubt ihr mir jetzt. Da sind schwarze 3D-Propeller, blaue 3D-Propeller, orangefarbene nicht 3D-Propeller. Bitte nicht verwechseln. Ihr habt das Video von Hansi gesehen. Wenn man mit denen versucht 3D zu fliegen, schrauben die sich alle ab und fallen runter. Und blaue normale Propeller. Das ist alles so dabei. Und wer schwarze normale Propeller braucht, der kann die natürlich irgendwo sich das normal ordnen. Das heißt, die Propeller von dem alten F210 passen immer noch. Ja, klar. Es hat sich nichts geändert, die Motoren sind anscheinend noch die gleichen. Das wirklich Schlaue an dem System ist ganz einfach diese Halterung. Ich schraube euch mal einen Prop ab, um das zu zeigen. Ich finde das richtig genial, dass du an dieselben Motoren, das heißt, er hat nach wie vor zwei linke, zwei rechte, also keine Probleme damit, keine, die in eine Richtung gehen und Kappen in links drehend und rechts drehend. Und der Propeller, der geht hier einfach nach oben ab und hat unten so eine Nut. Und diese Nut geht hier in den Motor rein. Der hat ja hier auch diese schöne Nut, also das bleibt da auch sehr fest drauf stehen und kann sich nicht wegdrehen durch die Kräfte, die da entstehen. Genau, und oben für die Kappe gibt es auch eine Vertiefung, das heißt, die Kappe steht auch jetzt nicht so wahnsinnig hoch raus wie bei anderen. Ne? Da kennen wir von den alten, da ist diese Kappe, die ist furchtbar. Ja, und das ergibt eine sehr stabile Verbindung hier. Das heißt, auch wenn er hier, das drückt sich hier nicht ein oder sowas, das ist alles extrem gut. Und die sitzen auch relativ flach hier, was mir auch gut gefällt. Ne, früher hattest du immer so eine Erhebung da. Ja, also dieses Befestigungssystem gefällt mir wirklich gut. Ja, und das ist auch im Prinzip alles, was an diesem Modell neu ist. Das heißt, das ist im Prinzip so eine weitere Evolutionsstufe von dem F210 und kein Modell, das richtig neu ist. Was ich besonders cool finde, ist, dass es jetzt auch offenbar diesen Adapter gibt, um seinen eigenen Empfänger anzuschließen. Das kann ich nicht zeigen, den haben wir einfach nicht. Das ist so eine kleine Platine, die wird statt dem Empfänger da reingesteckt und dann führst du dein PPM-Signal da rein von außen. Kannst den Empfänger irgendwo hier in die Seite packen oder sowas. Kannst also das Ding demnächst auch mit jedem Empfänger fliegen. Ja, und die Modularität geht dann weiter, dass du hier auch eine Mobius-Kamera aufstecken kannst. Das zeigen wir auch irgendwann mal später. Ist auf jeden Fall, wird immer modularer und modularer das Ding. Und du kannst auch jetzt Auswahl haben bei der Wahl deiner Module. Und es ist nicht nur ein Modul und das fertig, sondern du kannst jetzt auch verschiedene wählen. Das heißt, was wir nicht wissen, ist, ob das 3D-Regler sind oder ob das dieselben Regler sind, nur irgendwie anders angesteuert. Das heißt, das müssen wir mal noch rauskriegen. Ja, Leute, das ist der F210 3D Edition. Dann fliegen wir den mal. Ciao, ciao.